Ja. Und die Kombination, hast du da experimentiert wirklich oder sind das da Sachen, die du schon immer gerne zusammengestellt hast und jetzt in eine Gewürzmischung gepackt hast oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, also sowohl als auch. Ja. Also es gibt natürlich jetzt Mischungen, wo, wenn ich jetzt zum Beispiel das Steak und Grill mal als Beispiel nehme, da dachte ich mir, okay, da muss was Rauchiges rein, also geräucherter Paprika oder ein bisschen Kaffeebohnen, dass es ein bisschen spezieller wird. Natürlich auch Kräuter wie Rosmarin oder Bohnenkraut, also sowas, was man vielleicht schon selber mit dem Grillen so ein bisschen in Verbindung bringt. Ja. Da tue ich mich dann leichter natürlich bei einer Mischung. Und dann ist es natürlich auch so, dass es Mischungen gibt, wo ich experimentieren muss, weil ich ungefähr eine Vorstellung habe, das und das könnte reinpassen. Und dann irgendwas kombiniere. Und da ist auch immer ganz wichtig, dass ich schon schaue, dass die Gewürze auch untereinander harmonieren und sich eventuell auch gesundheitlich aufheben, sodass du wirklich nicht nur den geschmackvollen Maximum profitierst, sondern auch gesundheitlich. Okay. Das ist mir ganz wichtig. Was heißt das, dass die gesundheitlich sich aufheben? Ja, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, zum Beispiel, viele haben eine Knoblauchunverträglichkeit. Ja. Wenn ich da jetzt zum Beispiel Ingwer dazugebe, wird die halt zu 90% aufgehoben. Also viele, die jetzt nur eine leichte Allergie haben, können dann dadurch wieder zum Beispiel jetzt Knoblauch verzehren. Oder wenn ich jetzt Kurkuma nehmen, was ja ein ganz mittlerweile schon sehr erforschtes Gewürz ist in vielerlei hinsichtlichen der Medizin, ob jetzt Krebstherapien oder etc. Also die Medizin ist da wirklich sehr weit dabei wegen den Antioxidantien. Wenn ich da zum Beispiel Pfeffer dazugebe, das Piperin fördert dann die Resorbierbarkeit des Kumarins. Und solche Sachen schaue ich, dass es nicht nur geschmacklich gut passt, sondern dass auch gesundheitlich ineinander greift.